Grüße Sie, herzlich willkommen bei der NEAM, bei einem weiteren Webinar der NEAM. Schön, dass Sie dabei sind. Eventuell kommen gleich noch ein paar Nachzügler. Die werden wir dann nicht weiter informieren über den Hergang. Ja, KI nutzen aber richtig oder was haben Adobe und Sophos gemeinsam, ist heute unser Thema mit unserem Gast von der Sophos, André Theophil. Herzlich willkommen dazu. Schön, dass du da bist. Genau, das soll unser Thema sein. Vorher wird mein Kollege Pascal Gertig, seines Zeichens Teamleiter des IT-Services-Vertrieb, ein paar einleitende Worte finden und ins Thema einführen. Genau. Ich möchte Ihnen aber vorab noch einmal ein paar Infos an die Hand geben. Das Webinar wird aufgezeichnet. Sie müssen also nichts mitschreiben oder screenshotten oder derart. Sie erhalten von uns den Link zu unserem YouTube-Channel, wo Sie auch alle unsere weiteren Webinare finden, wie Sie es auch kennen, wenn Sie schon öfter in einem Webinar teilgenommen haben. Außerdem erhalten Sie natürlich die weitergehenden Infos auch nochmal kompakt hinzugefügt. Wir werden während dem Webinar Umfragen stellen. Da können Sie sich gerne beteiligen. Würde ich mich freuen, müssen Sie aber nicht. Und wenn Sie es tun, ist es auch anonymisiert. Das heißt, niemand sieht, was Sie geantwortet haben. Genau. Ansonsten bleibt von mir eigentlich erstmal zu sagen, dass wir ansonsten, wenn Sie Fragen haben, Sie im Chat schreiben können. Speaker können dann entscheiden, ob Sie während des Vortrags schon darauf eingehen oder dann im Nachgang einmal. Die können Sie uns natürlich auch dann stellen, wenn Sie die Aufzeichnung nochmal geschaut haben. Das heißt, wenn Sie bereits einen Ansprechpartner bei uns bei der NEAM haben, nehmen Sie dann einfach Kontakt auf oder Sie schreiben mir und ich leite es weiter, wenn ich es nicht beantworten kann. Genau, das wäre es von mir soweit erstmal. Ich würde dann jetzt weiter an den Kollegen Pascal Gertig geben. Pascal. Jawohl, Kevin. Deine Base. Danke dir. Dann drück einmal bitte drauf, damit mir die Steuerung nicht übrigens, weil jetzt hast du einen übersprungen. Auch nochmal ganz kurz zu mir. Mein Name ist Pascal Gerte. Ich bin jetzt seit circa 8 Jahren bei der NEAM, schon ein bisschen länger im Sales unterwegs. Die meisten werden die NEAM schon kennen, deswegen fasse ich mich relativ kurz, damit André von der Sophos dann noch ein bisschen mehr Zeit hinterher hat, um das spannende Thema uns nochmal näher zu bringen. Danke auch, André, an dich, dass du heute Zeit hattest, das mit uns zusammen zu machen. Freut mich sehr. Ja, die NEAM ist seit 25 Jahren am Markt, hat 2 Standorte, einmal in Paderborn und Wiesbaden und 100 plus Mitarbeiter mittlerweile. Kevin, wenn du mal auf die zweite. Genau. Wir machen nicht nur IT-Services in dem Fall. IT-Services bedeutet im Großen und Ganzen, wir machen alles rund um Ihre IT. Aber wir machen auch ISO, BSI-Zertifizierung, Schulung. Das sehen Sie gleich noch mal ein bisschen weiter. Kevin, gehst du mal bitte weiter? Genau, hier auch noch mal kurz unsere liegende 8 in dem Fall. Hier sieht man, dass wir 2 Geschäftsbereiche haben. Einmal die IT-Security auf der linken Seite, die IT-Services auf der linken Seite, die Informationssicherheit auf der rechten Seite. Man sieht auch, dass sich die beiden Bereiche auch untereinander helfen. Bei unserem Backup-Konzept zum Beispiel greifen wir auch auf das BSI zurück und das befruchtet sich halt alles mehr oder minder. Genau, ansonsten haben wir auch noch Schulungen und Workshops, die wir auch anbieten. Das machen wir auch selber, nicht nur zum BSI- oder ISO-Umfeld, sondern auch im Services-Bereich haben wir dort auch Schulungen, die auch gebucht werden können, wo wir da helfen. Genau, hier sieht man es auch nochmal, BSO, BSI, ISO, Incident Response und Workshop-Trainings, wenn Sie da Interesse dran haben, einfach unsere Webseite besuchen, ist auch da, bekommen Sie im Nachgang dann auch nochmal. Die meisten müssten unseren Flyer sogar kennen, weil wir den in digitaler Form und auch noch in gedruckter Form verschicken. Genau, Kevin, ich glaube, das war es von mir soweit. Ne? Genau. Dann würde ich einmal an André übergeben und gebe ihm dann das Wort. Dann an André weiter. Bitte, André. Ja, wunderbar. Vielen Dank. Ich habe mal den Bildschirm geteilt. Das ist halt auch immer. Ich muss einmal nochmal neu. So. Sieht man meinen Bildschirm? Ja, man sieht ihn. Perfekt. Gut. Wunderbar. Dann eine letzte Sortierung noch. So, dann sind wir jetzt startklar. Ja, auch von meiner Seite willkommen zu diesem Webinar. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit nehmen und für Ihr Interesse an dieser Form von Lösungen im Security-Bereich, die jetzt ja in den nächsten Jahren doch an Bedeutung gewinnen werden. Ich möchte Ihnen da mal ein bisschen einen alternativen Ansatz zur Erläuterung der Hintergründe
Und eben auch der Herangehensweisen an die Thematik ja, darstellen, um das hier auch so ein bisschen lockerer zu gestalten. Deshalb der etwas vielleicht ungewöhnliche Titel oder auf den ersten Blick ungewöhnliche Titel, was haben Sophos und Adobe gemeinsam? Und deshalb werde ich da jetzt auch mal direkt ohne weitere Umschweife in das Thema einsteigen. Wir alle beobachten in den letzten Monaten mittlerweile eine massive Weiterentwicklung im Bereich der KI, künstliche Intelligenz, AI, diverse Namen gibt es da. Unser technischer Leiter sagt immer das Machine Learning, wie auch immer. Die aber sichtbaren Anwendungen, die wir halt tatsächlich auch im Endkundenbereich massiv sehen, sind halt eben auch diese neuen Bildbearbeitungs- oder Bildgenerierungswerkzeuge, die mithilfe von Textprompts im Grunde genommen halt Bilder scheinbar aus dem Nichts heraus generieren können. Hier habe ich mal ein paar aufgelistet. Das ist einmal DALL-E von OpenAI und dann Stable Diffusion und Midjourney. Aktuell ist es so, dass Stable Diffusion und Midjourney sich im Bereich der Bildgenerierung, also Text zu Bild, in dem speziellen Segment tatsächlich hervortun und eindeutig die beste Technologie haben, was diesen schmalen Bereich der gesamten AI-Anwendung anbelangt. Also wenn Sie mit diesen Werkzeugen oder mit diesen Spielzeugen, nennen wir mal lieber erstmal Spielzeuge, damit erste Experimente gestartet haben, wenn Sie feststellen, auch im Vergleich zu anderen, dass die eben doch schon sehr gute Ergebnisse liefern. Warum Spielzeuge? Da komme ich gleich nochmal näher drauf zurück. Und jetzt ist natürlich, gibt es ja, wie der Titel des Vortrags eben auch sagte, ja, gibt es ja im Markt seit Jahrzehnten einen Anbieter, der sich Adobe nennt und der eigentlich marktbeherrschend ist. Oder ja, war scheinbar. Und jetzt gucken wir doch mal, wie der sich da schlägt. Er hat nämlich dann relativ spät nachgezogen, das Adobe Firefly. Und man muss sagen, wenn man das so ausprobiert auf der Weboberfläche, die da zur Verfügung gestellt wird, sind die Ergebnisse noch nicht so gut wie bei den anderen, wie bei Stable Diffusion und Midjourney. Die haben im Moment, was das anbelangt, eindeutig die Nase vorn. Aber alleine schon die Oberfläche von Adobe Firefly ist schon an sich benutzerfreundlicher als die, also Stable Diffusion gibt es keine Installationsroutine. Das kann man, also man hat einen Client, den man sich installieren muss. Das geht über GitHub und etc. Und bei Midjourney ist die Oberfläche derzeit halt ein Discord-Server, während es hier bei Adobe Firefly schon mal gleich eine GUI gibt. Das schon mal grundsätzlich. Dann die Thematik, warum sind Stable Diffusion und Midjourney halt mehr oder weniger Spielzeuge? Die generierten Bilder, also die durchforsten das Internet und anhand dessen werden diese Bilder generiert. Es kann also sein, dass es hier zu Urheberrechtsproblemen kommt, weshalb die eben doch fraglich sind für den professionellen Einsatz. Hingegen Adobe greift ausschließlich auf Bilder zurück, also für als Vorbild sozusagen für die Generierung basierend auf Textprompts. So nennt man diese kleinen Textbausteine, die man da eingibt. Ja, wissen Sie wahrscheinlich alle von ChatGPT etc. Und die Grundlage dessen sind halt urheberrechtlich eindeutig zuzuordnende Bilder, die eben Adobe gehören. Das schon mal der erste kleine Punkt, der halt im Prinzip halt, wo man halt schon merkt, wo ist ein Spielzeug und wo sind halt tatsächlich tendenziell echte Werkzeuge. Und nachdem halt eben diese ganze Entwicklung so stattgefunden hat und man festgestellt hat, naja, in der Kerntechnologie hat Adobe halt jetzt noch Nachholbedarf, da sind sie einen Schritt weitergegangen. Und als ich diesen Vortrag ausgearbeitet habe, war das noch in der Beta-Version. Mittlerweile ist es in die Vollversion reingekommen.
Und sie haben halt diese künstliche Intelligenz, diese Bildgenerierungs- und Bearbeitungsintelligenz in ihr vorhandenes Werkzeug eingebaut, mit dem sie ja derzeit einen Marktanteil von vielleicht 95% haben. Das heißt also, es gibt Millionen von installierten Instanzen weltweit und es gibt Millionen von erfahrenen und gut ausgebildeten Anwendern. Auch dieser Fakt nochmal bitte kurz im Hinterkopf behalten, darauf kommen wir auch nochmal zurück, der wird auch nochmal wichtig. Also zusammenfassend, Adobe baut seine künstliche Intelligenz in ein bestehendes, etabliertes Werkzeug ein, was eben von vielen Menschen derzeit schon sehr professionell benutzt wird und was auch schon ohne diese künstliche Intelligenz sehr mächtige Tools oder sehr mächtige Teilwerkzeuge zur Verfügung stellt, um Bilder zu bearbeiten. Und jetzt in der Kombination mit der künstlichen Intelligenz ist Adobe eben in der Lage oder ist man mit Adobe Photoshop eben in der Lage, quasi zu zaubern. Hier ist nur mal ein Beispiel, das ging eben früher auch schon. Man konnte auch früher schon ein beliebiges Objekt, hier in dem Fall ein Hirsch, den man irgendwo im Wald fotografiert hat, freistellen und den irgendwie in eine Stadtszene oder eine beliebige andere Szene halt reinbringen. Mit jedem beliebigen Objekt ging das. Thema war aber, der Freistellprozess hatte ja durchaus, war durchaus sehr aufwendig. Hier bei dem Hirsch geht's noch. Wenn man jetzt Menschen hat mit Haaren und so weiter, da waren das durchaus sehr aufwendige Freistellprozesse. Also dieses eigentliche Ausschneiden des Objektes hat sehr viel Zeit in Anspruch genommen. Das geht jetzt innerhalb von Mausklicks. Also das heißt, von hier nach hier mit diesem Ergebnis hier bin ich innerhalb von wenigen Minuten, wenn nicht sogar innerhalb einer Minute, je nach Rechenleistung. Also es ist eigentlich jetzt nur noch eine Frage der Rechenleistung. Ich markiere mir das einmal, ziehe mir das raus und beziehungsweise ich sage, hier einfach drumherum soll eine andere Umgebung gemacht werden. Und da habe ich innerhalb weniger Minuten, wie gesagt, vielleicht teilweise sogar nur eine Minute, dieses Ergebnis. Und jeder erfahrene Anwender von Photoshop ist hier jetzt wiederum innerhalb weniger Minuten in der Lage, mit den schon bestehenden Photoshop-Werkzeugen, und das jetzt auch nochmal wichtig, mit den schon bestehenden Photoshop-Werkzeugen, daraus ein realistisches Bild zu machen. Denn wenn wir uns das hier angucken, es stimmt noch nicht so ganz, ne? Das Licht fällt noch nicht so richtig und so weiter. Die Perspektive müsste noch angepasst werden. Dafür hat Photoshop, wie gesagt, auch vorher schon Werkzeuge gehabt, die ich jetzt hier drauf anwende. Und dann habe ich eben ein Ergebnis innerhalb weniger Minuten. So viel zu Adobe. Kommen wir mal zu Sophos. Und ich habe ja gesagt, Adobe ist weltweiter Marktführer seit 30 Jahren mit Photoshop und diversen anderen Werkzeugen in der gesamten Kreativindustrie extrem verbreitet. Und Sophos existiert mittlerweile auch seit mehr als 30 Jahren und wir sind seit 13 Jahren in Folge mit unserer Basis-Endpoint-Sicherheitstechnologie bei Gartner im Magic Quadranten, nicht bei Magic im Gartner Quadranten, sondern im Gartner Magic Quadrant seit 13 Jahren in Folge. Alles andere hier drumherum, da gab es den einen oder anderen, der auch ziemlich stabil war, aber vieles hat sich hier verändert. Das sind so die Stable Diffusions und Midjourneys, die im Laufe der Jahre gekommen und gegangen sind. Wir sind geblieben, wie gesagt, 13 Jahre in Folge. Ein solides Werkzeug, das halt eben in Sachen Erkennungsrate, in Sachen Funktionalität basistechnisch auch schon eine ganze Menge geboten hat. Ich glaube, Sie sehen die Analogie oder den Übergang. Der nächste Punkt ist eben, wovon eine künstliche Intelligenz eben auch lebt. Das habe ich vorhin jetzt noch nicht so erwähnt, der Adobe eigene Datenpool, also für die Bilder, an denen sie auch eigene Rechte haben, wo die anderen halt auf Fremdrechtbilder zurückgreifen müssen, der ist auch gewaltig. Und unser Datenpool, der im Moment von unserem Marketing propagiert wird für unsere KI-Anwendung, sagt unser Marketing mehr oder weniger 16.000 aktive Kunden, wobei eben diese Zahl mittlerweile auch bei 17.500 liegt.
Aber das ist nicht die tatsächliche Zahl. Das ist die Zahl an Kunden, die im Moment mit unseren Advanced Services, also mit dem Sophos MDR, die künstliche Intelligenz, die wir zur Verfügung stellen oder die Teil unserer Services und Produkte geworden ist, schon nutzen. Unser Datenpool ist unsere gesamte Installed Base und das sind in weltweit eben 580.000 Kunden, die Sophos-Produkte im Einsatz haben. Firewalls, Endpoint, Cloud Optics etc. Das ganze Programm, was wir da anbieten, liefert uns natürlich auch entsprechende Telemetriedaten, die wir für die Auswertung von Anomalien oder für die Beurteilung von Anomalien heranziehen können, beziehungsweise auf deren Grundlage wir auch Algorithmen für diese künstliche Vorbetrachtung oder diese maschinell betriebene Vorbetrachtung der Vorgänge halt oder potenzieller Anomalien in den Vorgängen unserer IT-Systeme heranziehen können. Das ist der zweite wichtige Punkt. Punkt 1 nochmal, wir betten halt künstliche Intelligenz in bestehende, etablierte, gut funktionierende Werkzeuge, Systeme ein. Wir haben einen großen Datenpool, der eben unsere Algorithmen entsprechend trainiert hat. Und als letztes, was eben auch ein wesentlicher Bestandteil immer bleiben wird, ist der Mensch, was ich eben sagte. Es gibt halt Millionen von gut ausgebildeten Photoshop-Nutzern, die halt mit diesen neuen Werkzeugen sofort massiv beschleunigt sind, sofort massiv bessere Ergebnisse erzielen können. Und das ist bei uns eben auch der Fall. Wir selber haben aktuell 4.200 Mitarbeiter weltweit. Davon sind aktuell allein im Bereich Auswertung, also der MDR-Services, 600 Mitarbeiter, Spezialisten mit neu geschaffenen Berufsbildern im Einsatz. Diese Berufsbilder sind einmal Threat Hunter, Threat Analysten und Threat Responder. Darauf gehe ich nochmal genauer ein, was das bedeutet. Aber wir haben eben tatsächlich selber an Bord bei uns, bei Sophos, aktuell 600 Spezialisten, nur für diese Themen und in Summe 4.200 Leute, die eben auch Produkte entwickeln, Marketing-Themen betreiben und so weiter. Dazu kommen in Deutschland circa 100 Platin-Partner. Und Platin-Partner bedeutet, diese Unternehmen sind auf dem höchsten Level zertifiziert, natürlich auf der vertrieblichen Seite, aber worum es hier im Wesentlichen geht, auf der technischen Seite. Das heißt, die Mitarbeitenden in diesen Unternehmen sind genauso auf dem technischen Niveau, dass sie mit unseren Endpoint-Produkten oder mit unseren Produkten entsprechend umgehen können. Also diesen Mehrwert der künstlichen Intelligenz auch tatsächlich voll umfänglich nutzen können. Und insofern haben wir die drei wesentlichen Aspekte nochmal zusammengefasst. Wir haben einen entsprechend großen Datenpool, damit der Algorithmus gut trainiert wird. Wir haben Werkzeuge, wo quasi diese Zusatzfunktionalität on top kommt, die halt eben auch schon langjährig Bestand haben mit der Erfahrung dazu. Und letzten Endes oder last but not least, die Menschen mit der entsprechenden Ausbildung, diese Werkzeuge eben auch vollumfänglich zu bedienen. Ich bin mir sicher, viele von Ihnen haben auch schon erste Gehversuche mit ChatGPT vollzogen und Sie können sicherlich noch daran erinnern, Ihre ersten Prompts haben mit Sicherheit nicht die Ergebnisse erzielt, wenn Sie jetzt ein bisschen geübt haben, als die nach eben einer gewissen Übungsphase. Und genau das Gleiche ist hier und das gilt ja für diverse andere Bereiche im Leben auch. So. Sie brauchen eben auch das ausgebildete Personal in Form von Menschen. Kommen wir mal zu dem Produkt an sich.
Und hier ist erstmal vorweg zu sagen, Sophos ist hier einen Schritt gegangen, den andere Hersteller jetzt nach und nach auch tun, weil sie sehen, wie gut das funktioniert und dass eben diese Abkapselungsstrategie, die man früher gefahren hat, heutzutage einfach auch nicht mehr State of the Art ist. Das heißt, wer kann Sophos MDR tatsächlich nutzen? Kunden, die Sophos im Einsatz haben, ganz klar, ganz logisch, aber eben nicht nur diese. Wir sind geöffnet für diverse Plattformen und diese Liste hier, dieses Slide anzupassen, macht keinen Sinn. Es gibt, wir können Ihnen Links im Internet zur Verfügung stellen, da sehen Sie den Überblick. Es kommen permanent neue Hersteller dazu. Wir gehen halt top-down vom Marktanteil her, wen wir mit einbinden. Die Liste wird eben ja im monatlichen Takt länger. Und hier sind eben also ein paar Beispiele genannt, welche Informationsquellen auf Ihrer Seite einbindbar sind. Das heißt, welche Sensorik beziehungsweise halt eben welche Anbieter eben als Sensorik verwendet werden können. Und das kann sich schon ganz gut sehen lassen. Wie gesagt, da wir top-down durch vorgegangen sind, also vom Marktanteil her von oben nach unten, sollten eigentlich die meisten Namen hier bei Ihnen irgendwo auch im Einsatz sein, also anbindbar sein durch Sophos MDR. Wie funktioniert dieser neue Ansatz oder dieser grundlegende Ansatz jetzt konkret? Da möchte ich vorab erstmal sagen, das Grundprinzip dabei ist keine Sophos-eigene Erfindung. Das werden Sie sicherlich auch wissen. Es ist ein allgemeiner Trend, der halt im Moment im Markt existiert. Wo der herkommt oder warum wir zu diesem Trend übergehen müssen, kommt später in dem Vortrag auch nochmal kurz vor. Wir gehen jetzt mal nochmal das einmal ganz kurz durch. Ja, wie das halt eben auf einer High-Level-Ebene technologisch von den Grundprinzipien, von den Funktionsprinzipien her abläuft. Sie haben hier nach wie vor Ihre IT-Sicherheitsinfrastruktur. Hier blau dargestellt die Hauptbereiche, zu denen Sophos zufälligerweise jetzt auch entsprechende Produkte hat, aber das eben extra hier nicht mit Sophos-Produkten gefüllt, sondern eigentlich mit den jeweiligen Bereichsbezeichnungen und mit den Oberbegriffen dann für die einzelnen Produkte, also Produktkategorien hier und hier mögliche Produkte oder Absicherungsbereiche, die ich heute im Einsatz habe. Einige haben vielleicht noch Add-on-Software im Einsatz, die eben darüber hinausgehend ist. Und damit cover ich aber im Großen und Ganzen meine Nutzinfrastruktur, also tatsächlich die Applikationsinfrastruktur, das, womit meine Firma letzten Endes Geld verdient oder was sie benutzen muss, um Geld zu verdienen, die virtuellen Maschinen, die Anwendungen, Datenbanken etc., die schütze ich damit. Und alles, was ich hier bisher als Unternehmen tue oder als IT-Abteilung und alles, was die NEAM da für Sie bisher getan wird, das bleibt unverändert. Der Paradigmenwechsel ist eben der, dass wir eben früher hier ein Abwehrbollwerk aufgebaut haben, was wir auch natürlich jetzt bestehen lassen, was wir aber zusätzlich verstärkt dazu nutzen, die darin gesammelten Events eben zu korrelieren, also die Auswertung der Logs zu automatisieren, indem wir sie in einem ersten Schritt erstmal zusammenfassen, in einer entsprechenden Art und Weise aufbereiten, die durch diverse Verfahren, unter anderem künstliche Intelligenz, halt durchlaufen lassen oder eben auch gegen große Threat-Datenbanken wie Talos etc., Interpol und so weiter gegenmatchen, um dort halt eine Vorselektion durchzuführen und diese Ergebnisse dann in einer entsprechenden GUI, in einer spezialisierten GUI unseren menschlichen Spezialisten zur Verfügung stellen, um weitere Auswertungen durchzuführen. Ich komme auf das nächste Slide. Hier ist das jetzt nochmal in so einer Art Prozessansicht dargestellt. Dieser Prozess läuft 24/7 nonstop durch. Wir haben hier wieder unsere
Sensorik, die mir halt die entsprechenden Eventinformationen liefert, die in einer gewissen Art und Weise von den unterschiedlichen Technologien, die ich hier im Einsatz habe, ausgewertet werden. Und die bringen in diesen Oberflächen am Tag im Moment circa um und bei 30 Milliarden Events, die dann entsprechend ausgewertet werden von den Threat Huntern. Jetzt kommen wir nämlich zu den Berufsbildern. Das sind Menschen, die eben auch in einem Schichtsystem, also alle arbeiten im Schichtsystem, die aber den ganzen Tag nichts anderes tun, als nach Indikatoren für eine, für einen Angriff zu suchen, Indicators of Compromise, also Indikatoren für eine Kompromittierung ihrer Systeme suchen. Dann, da kommen im Moment etwa 300 Millionen Detections am Tag raus. Diese werden auch eben in so einer Art Ticketsystem dann nochmal durch entsprechende Filter laufen gelassen und dann werden sie von unseren Analysten untersucht. Und diese Analysten wieder, sie übernehmen quasi das Ticket von den Huntern und gehen in eine Tiefenanalyse und haben dann am Tag in etwa 47, das schwankt auch mal, Eskalation, die sie dann direkt an die Responder übergehen. Also in der Stufe haben wir nur Leute, die erstmal erste Indikatoren suchen, dann findet eine permanente Tiefenanalyse statt und wenn die quasi sozusagen, grün ist jetzt vielleicht ein schlechter Farbton hier auch gewählt, fällt mir gerade auf, aber wenn die dann sagen, jawohl, das ist ein Angriffsszenario, dann startet sofort die Gegenoperation, die Abwehrmechanismen oder die Abwehrmaßnahmen werden sofort eingeleitet und zwar eben auch wiederum von Menschen, die nur das tun, die darauf spezialisiert sind. So, gibt's Fragen bis hierhin? Im Chat vielleicht? Ich sehe es nicht. Also im Chat haben wir noch nichts bis jetzt. Nee, gut. Dann kommen wir mal zu einer Fragestellung, die sich in dem Zusammenhang eventuell auch auftut. Warum betreiben wir diesen Aufwand? Beziehungsweise warum sollte ich als Kunde halt eben diesen Aufwand, der ja mit erheblichen Kosten verbunden ist, warum sollte ich mir so eine Produkt-Service-Kombination eben kaufen? Und das ist natürlich eine berechtigte und zentrale Frage und die würde ich jetzt hier mal gern in einer gewissen Art und Weise beantworten. Ich würde Sie mal einladen, mit mir ein kleines Gedankenexperiment durchzuführen. Und zwar stellen wir uns einfach mal vor, wir arbeiten jetzt in einem IT-Startup. Und zwar sind wir dort in der Personalabteilung beschäftigt. Also wir sind keine IT-Mitarbeiter gerade, sondern wir sind Personalabteilung eines jungen, dynamischen IT-Startups mit halt sehr innovativen und hoch nachgefragten Produkten in eben auch in einer sehr dynamischen Entwicklung. Weil unser Wachstum eben auch, was bei diesen Startups halt üblich ist, enorm ist, haben wir auch permanent einen enormen Personalbedarf. Und wir als Personalverantwortliche haben eine unserer Kernaufgaben, ist die Beschaffung von neuem Personal. Soweit erstmal die Ausgangssituation. Jetzt haben wir ein kleines Problem. Und zwar das IT-Startup, für das wir arbeiten, das hat Geschäftsbereiche oder sagen wir, die Geschäftsbereiche dieses IT-Startups, die sind nicht so ganz legal. Wir arbeiten nämlich für die größte Hackergruppe der Welt, für Conti. Und dementsprechend erlauben es unsere eigenen internen DevOps-Anweisungen auch nicht, irgendwelche Spuren zu hinterlassen. Und natürlich können wir als kriminelle Organisation auch nicht einfach Stellenausschreibungen veröffentlichen. Ist ja logisch. Also was tun wir? Wir sind ja eine Hackergruppe. Wir kaufen uns von einer
anderen Hackergruppe die gestohlene Datenbank von Russlands größter Stellenausschreibungsplattform, lassen unsere Technikjungs da ein kleines Skript schreiben, dass wir halt automatisiert unsere Skillprofile gegen die Datenbank matchen und alle, die dann nachher, die Treffer, die dann dabei rauskommen, die schreiben wir sehr gezielt, weil die E-Mail-Adressen haben wir natürlich auch mitgekauft, die schreiben wir dann gezielt an und machen den Stellenangebote. Und damit haben wir eine unserer Kernaufgaben innerhalb unserer Organisation erfüllt, die hier nochmal geht aus den internen Dokumenten hervor, die hier nochmal eben auch aufgeschrieben sind. Weitere Aufgabenfelder, die wir haben, sind in dem Zusammenhang halt auch beispielsweise die Identifikation von Mitarbeitern des Monats. Dafür werden wir entsprechende KPIs definieren und dann Mitarbeiter des Monats identifizieren. Und die werden bonusmäßig entlohnt oder belohnt mit dem doppelten Monatsgehalt, um da mal eine kleine Größenordnung reinzubringen. Ein durchschnittlicher Industrie-, Fabrikarbeiter etc. in Russland verdient etwa 500 US-Dollar im Monat oder bei sind Zahlen vom Vorkrieg, logischerweise. Und ein durchschnittlicher technischer Mitarbeiter bei uns im Haus um und bei 2000 US-Dollar. Und eine Bonuszahlung verdoppelt sein Monatsgehalt. Nur damit Sie mal einen Eindruck von der Motivationslage dieser Leute bekommen. Wie wir hier sehen, haben wir hier eben ja tatsächlich direkte interne Handbücher, die auch die einzelnen Stellen beschreiben. Und Sie sehen hier eben auch schon den nächsten Punkt, also die nächsten Spezialisten, den wir im Unternehmen haben. Und das ist der Coder. Den würde ich gerne auch noch mal ein bisschen näher vorstellen. Und zwar ist das hier erstmal sehr, sehr unübersichtlich auf den ersten Blick. Das gibt es im Netz auch. Dann ist es auch interaktiv. Da können Sie sich das hier entsprechend noch durchsuchen und so weiter. Aber hier nur mal als Bild dargestellt. Sie sehen hier, die Coders sind hellblau. Und Sie können hier mal gucken, wie viele hellblaue Punkte hier sind. Und diese Grafik hier stellen die Kommunikationswege aus den ausgewerteten Chatverläufen dieser Gruppe, die internen Kommunikationswege dieses Unternehmens, muss man ja sagen, dieses Startups, stellt das eben dar, wer da mit wem in welcher Form kommuniziert hat. Das ist auf der Grundlage der Auswertung von internen Chatverläufen und wurde von Checkpoint gemacht. Und Sie sehen hier, dass eben die Coders eben doch recht zahlreich vertreten sind, wie ich schon erwähnt habe. Und die Aufgaben dieser Coders sind ganz interessant. Zum einen, die Hauptaufgabe ist, wie der Name schon sagt, sie schreiben Schadcode, der ja spezialisiert ist oder ja, speziellere Schadcodes. Sie sind Programmierer und Entwickler. Aber der zweite Teil, der war mir auch neu. Sie sind auch dafür zuständig, sozusagen den ersten Infiltrationsschritt in ein Unternehmen zu machen. Also das Projektgeschäft, Vertriebsmodell von Conti war es, möglichst mit der Gießkanne sehr viele Rechner weltweit basismäßig zu infiltrieren, mit einer gut geschriebenen Infiltrationsroutine. Mal stark vereinfacht. In den Spitzenzeiten hatte Conti etwa Zugriff auf 50 Millionen Rechner weltweit. Das hat zur Phase 2 in deren Vertriebsmodell geführt, nämlich die Problematik aus den 50 Millionen Rechnern, auf die ich jetzt Basiszugriff erlangt habe, die lukrativen herauszufiltern. Und dafür hatten sie auch eine spezielle Abteilung, die nannte sich OSINT. Und diese OSINT-Abteilung hat halt eben von den Coders Listen mit IP-Adressen bekommen und die sind dann losmarschiert und haben entsprechenden Datenbanken, entsprechenden IHK-Veröffentlichungen, LinkedIn, Crunchbase, die hatten auch die entsprechenden Pro-Zugänge etc. pp., haben sie halt die lukrativen Ziele identifiziert. Und die Liste, die dabei rausgekommen ist, ist dann wiederum an diese Gruppe übergeben worden, die Hackers. Und was machen die Hackers den ganzen Tag?
in ihren 8 Stunden Dienst, die sie haben, die auch die arbeiten im Schichtbetrieb, sie greifen, also sie nehmen quasi den ersten Infiltrationsschritt auf und gehen dann die weiteren Schritte in dem Angriff. Also es ist so stark spezialisiert, dass ich halt Leute habe, die grundsätzlich einen Schadcode schreiben. Auf der technischen Seite jetzt meine ich schon gesehen, die einen ersten Infiltrationsschritt machen. Und für den eigentlichen Angriff habe ich Leute, die wirklich nur das tun, nichts anderes. Die tatsächlich von dem ersten Infiltrationsschritt anfangen und dann den weiteren Angriff durchführen. Das wäre im Wesentlichen das Geschäftsmodell und das Vertriebsmodell im Projektgeschäft unseres kleinen Cybercrime-Startups. Weil wir aber mit der Zeit gehen und weil wir wissen, dass Recurring Revenue immer besser ist als von Projekt zu Projekt zu hasten, haben wir natürlich auch eine Abteilung aufgebaut, die Cybercrime as a Service anbietet. Ich habe Ihnen hier mal von aus 20 ist das sogar schon vom Bundeskriminalamt. Das sind jetzt nicht unbedingt Produkte von Conti, aber die haben sowas auch angeboten. Das sind jetzt Produkte, die Sie mit nahezu null krimineller Energie und mit garantiert null technischem Verständnis. Sie müssen nur in der Lage sein, Tor-Browser zu installieren, ein bisschen im Darknet zu suchen und dann einen normalen Einkaufsvorgang, ähnlich wie bei Amazon und Co., halt durchzuführen. Und dann klicken Sie sich da ihren Cyberangriff zusammen und können dann, je nachdem, was sie dann eben bereit sind auszugeben, den in Größe und Komplexität auch designen. Mit, wie gesagt, jeder, der hier in der Runde ist, wäre ja noch heute im Laufe des Tages dazu in der Lage, sich ein zweites Standbein im cyberkriminellen Bereich aufzubauen. Und natürlich bieten wir als Conti unseren Kunden auch einen Service an, das heißt einen Support 24/7. Also falls Sie dann nachher dann auch eine technische Frage haben oder ein Problem, dann stehen wir Ihnen auch gern zur Verfügung. Und dieser Support hatte auch noch eine zweite Aufgabe und die belief sich nämlich darauf, im Projektgeschäft, wenn die Klienten, sagen wir es mal jetzt so, also die Opfer unserer Ransomware-Attacken, unserer eigenen individuellen und höherwertigen Ransomware-Attacken nicht so richtig wussten, wie das mit dem Zahlungsverkehr, wo sie ein Wallet herbekommen, wie das alles funktioniert, da stand ihnen der Support auch für technische Fragen zur Verfügung. Und das führt uns zur nächsten Abteilung. Für die Verhandlungen an sich haben wir auch Spezialisten. Das heißt, wir haben jemanden, der Ihnen dann nachher sagt, wie Sie technischen Wallet bekommen. Aber falls Sie verhandeln, jetzt nach dem Eintritt des Krieges, würde man davon generell abraten. Vor Eintritt Russlands in den Krieg hatte man auf jeden Fall raten sollen oder geraten, das nicht selbst zu tun, sondern dafür auch Profis zu holen, weil die haben Profis, die diese Verhandlungen führen. Und hier ist eben auch mal aus den internen Chatverläufen halt ersichtlich, wie sowas beispielhaft eben auch abläuft. Wir sind jetzt schon fast durch. Ich möchte jetzt noch mal einmal so eine kleine Zusammenfassung und so einen kleinen Lichtblick, vielleicht auch mal so eine positive Seite darstellen. Wir haben jetzt da viel darüber gesprochen, wie stark sich diese Hackerseite in den letzten Jahren aufgerüstet hat, in den letzten Jahrzehnten, wie stark sie professionalisiert und spezialisiert sind, wie viel Geld da drin steckt, hier nochmal, hatte ich noch nicht erwähnt. Also vom Umsatz her, wer konnte hier ein Großunternehmen in Deutschland irgendwie knapp 100 Millionen Euro Jahresumsatz, damit würden sie schon statistisch vom Statistischen Bundesamt her zu den Großunternehmen gehören. Das nur mal so viel dazu. Aber die abwehrende Seite, also wir, Sophos und die gesamte Industrie, hat auch nicht geschlafen. Und wir haben deren Verhalten natürlich auch genauestens analysiert. Und dabei ist eben diese Lockheed-Kill-Chain unter anderem, es gibt noch verschiedene andere Modelle, auch Abwehrmodelle, aber das ist halt mal eine schematische Darstellung, die allgemeingültig ist für die Anatomie eines
Angriffs, einer Cyberattacke. Das heißt, technologisch kommen die angreifende Seite, kommen die an diesen Schritten nicht vorbei, die hier so grafisch dargestellt sind. Sie haben natürlich die Möglichkeit, das unterschiedlich zu tarnen und etc. da immer raffinierter zu werden, was sie auch tun. Aber grundsätzlich lässt sich das auf diese Schritte herunterbrechen. Und wir hatten nochmal, ja, ich hatte Ihnen ja gesagt, dass wir früher hingegangen sind und unsere Mechanismen darauf konzentriert haben, hier eine Abwehr durchzuführen. Wir haben ja verschiedene Formen der Auslieferung von Schadsoftware, sei es Phishing, sei es über Patches etc. oder Versuch einfach ins Netzwerk so direkt mit der Firewall. Ne? Also wir haben Abwehrmechanismen in Form von Phish-Threat, wir haben Firewall, wir haben Endpoint-Security etc. pp. Und es ist trotzdem immer wieder gelungen, halt diese Abwehr zu durchbrechen. Und was wir oder die gesamte Branche eben jetzt als Trend zusätzlich tut, ist hier zu überwachen, ob einer dieser Schritte ausgeführt wird. Ab hier ist die Katastrophe. Also man kann im Grunde genommen sagen, wenn mir das Delivery oder wenn der Gegenseite das Delivery gelungen ist, ist das unschön. Das wollen wir nicht. Wir haben aber noch keine Katastrophe. Wir haben dann immer noch Zeit und das Zeitfenster ist nicht groß. Deshalb ist eben doch eher wichtig, hier dann schnell zu sein, schnell auszuwerten, schnell zu reagieren. Aber wir haben ein gewisses Zeitfenster, weil eben diese Schritte eben auch durchgeführt werden müssen. Und so gut sie sich auch tarnen mögen, sie hinterlassen doch immer noch minimale Spuren. Auch daran kommen sie nicht vorbei. Und sie müssen gewisse Verhaltensweise, Muster, Anomalien, die man erkennen kann, wenn man einen großen Überblick hat, aus 580.000 Telemetriedaten zum Beispiel oder aus Telemetriedaten von 580.000 Kunden zum Beispiel, kann man eben so eine Verhaltensmuster oder Indikatoren dafür identifizieren. Und entsprechend auf dieser, also innerhalb dieser Kette hier eben noch eingreifen und das Schlimmste verhindern. Damit wären wir grundsätzlich durch. Ein letzter Satz, der jetzt noch neu hinzugekommen ist, weil wir gestern gerade auch wieder da eine interne technische Gespräch hatten. Wir hören oft, dass die Hersteller von Backup-Szenarien oder von Backup-Systemen darüber sprechen, dass das gegen Ransomware hilft. Ja, das ist richtig, aber es ist nur ein Teil der Wahrheit, denn letzten Endes ist die Branche auch dazu übergegangen, weil eben auch als Antwort darauf, dass die Backups besser geworden sind, dass die Backup-Systeme sich verbessert haben, ist man dazu übergegangen, bevor man verschlüsselt, die Daten erstmal zu stehlen. Das ist der erste, also eine doppelte Erpressung halt durchzuführen. Insofern ist wir halt tatsächlich eben, wie soll ich sagen, dem neuen Bedrohungspotenzial gerecht werden will, wird früher oder später, ob da jetzt Sophos draufsteht oder irgendwas anderes, aber der wird um dieses Konstrukt der proaktiven Überwachung seiner eigenen Sicherheitssysteme nicht herumkommen. Das soll es von meiner Seite gewesen sein. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und ja, gerne Fragen noch, falls noch welche sind. Ja, vielen Dank, André, für diesen ganz anderen Blickwinkel mal auf eine Thematik, die ja omnipräsent ist. Finde das sehr interessant, den Winkel mal, ja, diesen Betrachtungswinkel zu wählen, den du gewählt hast. Genau. Wenn Sie da Fragen zu haben oder Anregungen oder weiterführende Diskussionspunkte, äußern Sie die gerne. Ansonsten können Sie sich das, wie gesagt, wie ich auch schon vor eingangs gesagt habe, im Nachhinein noch tun. Und zwar über unsere bekannten Kontaktwege. Sie finden die ganzen Infos in anderer Form, natürlich nicht in der Form, die André hier gerade präsentiert hat, aber in anderer Form auch auf unserer Homepage wieder. Da können Sie sich auch gerne umschauen. Das ist Pascal
kannst vielleicht auch noch mal kurz was zum Thema sagen, zur Wichtigkeit. Also Sophos hat natürlich diesen MDR-Service, den wir natürlich auch unseren Kunden immer anbieten, aber auch viele weitere Services. Wir sehen gerade auch in der Umfrage, XDR, IDR ist auch immer ein Thema. Und viele werden sicherlich auch klassische Antivirus-Tools noch einsetzen. Wieso ploppt oder poppt das Thema MDR denn dieses Jahr so auf, André oder Pascal? Also wie seht ihr das bei, ihr habt ja beide Kundenkontakt auch, oder Pascal zumindest Endkundenkontakt, aber André, du als direkter Partner, Ansprechpartner, kriegst da ja auch viel mit. Was ist da so besonders das Thema dieses Jahr geworden, dass du auch das besonders hervorgehoben hast? Ja, André, möchtest du oder soll ich? Also relativ einfach, warum es so ist. Wir merken halt auch durch die ganzen Kriege jetzt und auch die ganzen Geheimdienste, dass halt die Hacking deutlich mehr werden. Nicht nur von bösen Organisationen, wie André das vorhin schon schön gezeigt hat, die sich als Startups einfach ausgeben, dann Leute einstellen und Mails rumschicken und sowas. Nein, es sind auch Geheimdienste. Und wir hatten auch bei unserem Escape Room, den wir hatten, war auch jemand vom BSI da gewesen, beziehungsweise vom Geheimschutz war er ja gewesen. Er hat auch gesagt, dass halt die meisten Angriffe mittlerweile auch von Geheimorganisationen durchgeführt werden, die halt auf Informationen auch von mittelständischen Unternehmen darauf sind, das zu klauen. Also es muss nicht nur immer böse Kriminalität sein, sondern es können tatsächlich auch andere Geheimdienste sein. Und man kann einfach in der heutigen Zeit nicht mehr so schnell reagieren, wenn man kein MDR mehr hat. In MDR sitzen halt wirklich tatsächlich Leute dahinter, beziehungsweise KI ja auch unter anderem. Und die erkennen so ein Incident natürlich durch die Datenmenge, die sie haben, deutlich schneller als wir oder auch IT-Personal bei unseren Kunden, weil die einfach gar nicht die Manpower dahinter haben. Ne? Also wenn man mal guckt, André kann das vielleicht bestätigen gleich auch nochmal, wenn halt bei Sophos ein Fall da ist, wo man den String und alles, die ganze Identifikation des Angreifers kennt, guckt man halt bei allen anderen, passiert das gerade auch oder nicht. So, und das ist halt dann schon mal so ein Punkt, wo dann halt schon vorgearbeitet wird. Ne? Und so einen großen Datenpool haben wir halt nicht. Und auch die Kunden halt auch nicht, die wir haben. Und die Angriffe sind halt dieses Jahr deutlich höher als letztes Jahr. Das muss man auch ganz klar sagen. Und sie werden stetig zunehmen. Die Frage, die wir uns einfach stellen müssen, ist nicht, jetzt, ich will keine Angst machen oder sowas, die Frage ist einfach nur, wann man angegriffen wird. Gar nicht mehr ob, weil das ob, man wird auf jeden Fall irgendwo mal angegriffen werden. Ja, das ist meine Meinung dazu. Ja, und gerade deswegen ist auch dieser Ansatz, den du, André, gewählt hast, das Thema KI, was ja dieses Jahr so ein en vogue gekommen ist, obwohl es natürlich schon länger existiert, ist ja nicht so, dass das jetzt ganz neu auf den Markt gekommen ist, aber es ist ja dieses Jahr halt durch ChatGPT und Co. dann wirklich ein Modethema, ein Trendthema geworden, ins Bewusstsein auch gerufen worden, was natürlich viele auch genutzt haben, um Ängste zu schüren, aber natürlich auch um Chancen zu kreieren. Deswegen hast du, glaube ich, auch diesen Ansatz so ein bisschen gewählt, um also auch den Transfer von Adobe und hin und zurück, um mal die Chancen auch einmal zu beleuchten, die das Ganze bietet. Ne? Ja, ganz genau. Genau. Nochmal ein Punkt zu MDR auch, wenn die Kosten für eine Einmalanschaffung zu hoch sind, wir bieten auch alle Services von Sophos als MSP-Variante an, bedeutet monatliches Payment, auch das können wir machen. Auch das ist kein Problem, auch nochmal einfach reingeworfen. Also wir haben manche Kunden, die sagen, der Invest von einem MDR ist einfach zu groß gerade, wir wollen das erstmal monatlich machen, können wir auch machen. Das ist auch kein Problem in dem Fall. Genau. Wie gesagt, ich hatte Ihnen gesagt, Sie finden alle Informationen auch nochmal auf unserer Homepage. Ich will es Ihnen gar nicht im Detail alles sagen. Schauen Sie sich um. Wir haben eine Menge da im Angebot. Alles auch immer wieder verknüpft mit Sophos. Wir sind zum Beispiel einer dieser Platin-Partner zufälligerweise von Sophos. Haben auch die zertifizierten Experten, die Sie da betreuen können. Auch Thema Instant Response natürlich immer bei uns. Und Sie können, wie gesagt, auch bei uns IT-Experten dann direkt buchen. Da können Sie sich mal umschauen, das packe ich Ihnen aber auch als Link mal in die versprochene E-Mail mit den Links drin rein. Da können Sie dann schauen, da sind unsere Experten alle oder viele unserer Experten, wir haben natürlich noch ein paar mehr, aufgelistet, nur damit Sie sich mal so einen Überblick verschaffen können. Genau, hier haben wir zum Beispiel einen Koryphäe bei uns im Unternehmen mit dem Dennis Kierdorf, den können Sie hier direkt als Termin buchend vereinbaren. Und dann gibt es die verschiedensten Modelle, wie Herr Gertig gerade auch Ihnen einmal vorgestellt hat. Gut, ich persönlich wäre damit durch, würde mich
aber gerne nochmal an Sie wenden, dass Sie sich auch gerne für weitere Webinare anmelden bei uns. Sie finden diese immer unter News und Events. Das werden wir bald umbenennen, weil das eher Webinare und Events bei uns geworden ist. Das hat sich auch ein bisschen gewandelt, früher von den Präsenzveranstaltungen hin zu den Webinaren, die wir hauptsächlich noch durchführen. Sie erhalten ja regelmäßig auch E-Mailings von uns. Auch da, wenn Sie den Wunsch nach Themen haben, können Sie die immer gerne an mich schicken. Meine persönliche E-Mail-Adresse erhalten Sie morgen, wenn Sie sie nicht schon haben. Wäre ich Ihnen auch dankbar für. Ansonsten schauen Sie mal durch. Und dann wäre es das von mir jetzt. Wenn ihr beide auch nichts mehr habt, dann würde ich unsere Teilnehmer in eine gute Restwoche entlassen. Und euch beide auch. Vielen Dank. Dankeschön. Vielen Dank. Danke für eure Zeit und danke auch für Ihre Zeit. Macht's gut. Tschüss. Tschüss. Wiedersehen.